So, ich zeige euch jetzt hier mal den Squadron Sheet. Den braucht ihr für die Kampagne, für die Free-Kampagne. Ja, und da könnt ihr eigentlich euer komplettes Geschwader verwalten. Ja, wie wird sowas ausschauen? Eine Kampagne ist relativ schnell aufgestellt. Ja, ihr tragt hier oben einfach den Namen eurer Einheit ein. Das ist jetzt was weiß ich. Ja, die Hofer Luftmiliz. So. Fame Points haben wir am Anfang 0, weil wir sind noch relativ unbekannt. So, das sind jetzt die Flugzeuge, die euch im Rahmen des Spiels zur Verfügung stehen werden, wie viele ihr momentan eben fertig für den Einsatz habt und welche sich gerade im Workshop befinden. Da kommen die Maschinen rein, die in der letzten Mission beschädigt wurden. Die fallen die Mission aus und sind dann später wieder verfügbar. Ihr startet mit 4 Standardjägern. Und dann habt ihr hier eben eure Piloten. Da tragt ihr dann die Namen ein. Das ist der Jochen Meier, die Therese von Sauerkraut, der Markus Geiger, ja, und der Bernhard Kleber. So. Die sind alle ready for combat. Ja, wenn einer jetzt in der letzten Mission verwundet worden wäre, gleiches Thema wie beim Flugzeug, dann wird er eben hier oben oder hier eben ins Hospital geschickt, kommt nächste Runde dann wieder zurück, ja, und steht uns dann wieder zur Verfügung. Und ihr seht, da kann ich bis zu 8 Piloten anheuern, ich kann 2 Luftschiff-Crews anheuern, ich kann 4 Bomber-Crews anheuern, Albatros-Class kann ich auch 2 Luftschiffe mitnehmen und daneben hier auf der rechten Seite kann ich mir für Ruhm und Ehre, das hier kostet mich auch übrigens alles Ruhm, ja, Piloten, Flugzeuge, Luftschiffe, sehen wir dann bei den Aircraft Sheets dann später, und hier kann ich eben mir noch zusätzliche Waffensysteme freischalten, die dann dem ganzen Geschwader zur Verfügung stehen, entweder Magnet, Missiles, Clusterbomben, Schwarmraketen oder dann hier für unser Luftschiff Airship Docking Points, ja, Anti-Aircraft Battery 2, Dockklammern, das Dogfighter-System, das Wichtigste überhaupt, und so weiter und so fort. Damit verwalte ich quasi mein Geschwader und eins weiter verwalte ich dann eben die Piloten und die Flugzeuge. Die kann ich für Missionen, von Mission zu Mission eben neu sortieren. Ja, arrangieren. Da kann genau, man neu arrangieren. Kann Flieger kaputt gehen, kann neuer Flieger dazukommen. Ja, hier ganz wichtig, hier wird der Pilot verwaltet. Je nachdem, wie viele Missionen er überlebt hat. Hier trage ich die Erfahrungen ein oder die Kills, die Erfolge. Ja, das sind die Fighter Ace Skills. Die gibt es für Luftschiffe nochmal. Die haben nochmal andere Skills. Und dann eben das Flugzeug, das ich dann eben hier verwalte. Mit den Waffen, mit den Strukturpunkten, dem kritischen Schaden. Oben gleich die Hauptparameter, das ist noch das Wichtigste. Hier. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist so ein bisschen der Fluff zum Flugzeug. Die Spielwerte, es sind tatsächlich nur 5. Ja, hier der Preis nochmal, der Preis des Ruhms. Ja. Und, genau, und der Bot-Status eben, wenn man denn im Solo-Modus spielen sollte. Also wenn das Spiel den als Gegner dir spielt. Genau. Der übernimmt dann der Bot. Genau.